Und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem weiteren Guide zu Lies of P. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Guide heute möchte ich mit euch gemeinsam einmal alle Amulette im Spiel einsammeln. Und das erste Amulett kriegen wir, wenn wir vom Stargazer im Haus im Elysium Boulevard einmal zurücklaufen. Da haben wir nämlich hier auf dem Dach einmal einen etwas stärkeren Gegner, den wir besiegen müssen. Und haben dann hier in der Truhe das erste Amulett, was wir finden können. Und zwar haben wir hier nämlich einmal das Lebensamulett. Das zweite Amulett finden wir, nachdem wir den durchgeknallten Esel besiegt haben. Wir laufen vom Stargazer aus einmal den Weg nach unten. Einmal hier an dem Wagen vorbei, links entlang gelaufen. Und jetzt halten wir uns die ganze Zeit geradeaus Richtung Bossraum. Einmal hier die Treppen nach oben ins Rathaus rein und haben nämlich dann hier im linken Flügel des Rathauses eine Kiste und in der Kiste haben wir dann das nächste Amulett drin. Das nächste Amulett finden wir auch hier in Kapitel 3 in, ja, ich sag mal, diesem Abwassersystem hier und dafür laufen wir einmal die Leiter nach oben. Oben angekommen, wollen wir dann einmal nach links in den Gang hinein und hier wieder rechts abbiegen. Und am Ende des Ganges möchten wir dann links einmal. Und da müssen wir aufpassen, dass uns die Feuerkugel gleich nicht erwischt. So, einmal eben abwarten. So, jetzt können wir hier einmal schnell durchlaufen. Wollen dann hier rechts rein. So, hier einmal links und an, ja, roten Fuchs und schwarzer Katze vorbei. Bis zum Ende des Ganges laufen wir. So, hier einmal links rein. So, und das Amulett kriegen wir nämlich jetzt gleich von einem Gegner, der hier auftaucht. Hinter den Kisten steht das schon. Wenn wir ihn besiegt haben, kriegen wir dann das Amulett. So, und wenn wir ihn dann besiegt haben, kriegen wir das Schwertmeister-Amulett. Für das nächste Amulett starten wir im Zentrum der Venini-Werke im Bossraum von König Furku und laufen da zuerst einmal im Level weiter, das heißt hier aus dem Bossraum raus und wollen dann die Leiter nach unten rutschen. Einmal runtergerutscht mit uns. Und dann, genau, hier einmal im Level weiter. Passt auf die roten Fässer auf, dass ihr euch dann nicht selber in die Luft sprengt. Laufen hier einmal weiter in den Minenschacht hinein und folgen dann einfach stumpf den Schienen. Kann sich nicht wirklich verlaufen. Einmal die Ausdauer wieder aufladen und weiter geht die wilde Fahrt. So, jetzt kommen wir gleich in dem, ja, ich sag mal, Arbeiterbezirk an. So, und hier haben wir nämlich dann gleich einen, ja, wieder etwas stärkeren Gegner, so ein Schaufelgegner. Und wenn wir den nämlich dann besiegt haben, kriegen wir von dem, hoppala, nämlich das nächste Amulett, was wir dann auch von unserer Liste streichen können. Da kommt er schon angelaufen. Und wenn wir den besiegen, kriegen wir dann das Amulett. So, und wenn er tot ist, kriegen wir dann das Trägeramulett. Das nächste Amulett, dafür starten wir in der Kathedrale und direkt vorweg, um das Amulett zu erreichen, benötigt ihr einen Dreifaltigkeitsschlüssel, dafür schaut euch gerne mein Guide dazu an. So, wir laufen wie immer erstmal aus der Kathedrale raus, Richtung Loch, denn da müssen wir einmal wieder runter. Heißt, wir laufen ins Loch hinein und dann einmal rechts hier durch und am Ende möchten wir dann auch wieder rechts die Treppe runterrutschen, elegant wie wir sind. So, einmal runtergerutscht. Und dann wollen wir auch schon links weiterlaufen. Einmal hier durch die, ja, für mich sind das Katakomben. Einmal geradeaus durch, damit wir dann natürlich auch auf der anderen Seite dann die Leiter nach oben klettern können. So, einmal tap, 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 einmal hoch mit uns. Und oben angekommen möchten wir natürlich dann auch erstmal ganz normal wieder über die ganzen Balken laufen. Hier links einmal rüber. Passt mir auf, dass ihr nicht runterfallt. Und dann wollen wir da auch die Treppe nach oben, beziehungsweise die Leiter, so, einmal hoch mit uns. Und oben angekommen müssen wir dann gleich auch wieder über den Balken balancieren. Passt mir da auch wieder auf, dass sie nicht entweder zur Seite hin runterfällt oder nach vorne hin. Einmal warten, bis wir durch dürfen. So, vielen Dank. Einmal hier rüber mit uns, über den kleinen Balken drüber balancieren.
Und hier auch noch einmal schnell rüber mit uns. Da wäre ich fast runtergefallen. So, und einmal hier die Leiter wieder runtergerutscht, elegant wie wir sind. Und unten geht es dann auch schon weiter. Hier wieder Obacht, meine Lieben. Hier kommt uns die Kugel entgegen. Die darf uns nicht erwischen oder sollte uns im Idealfall nicht erwischen. Einmal abwarten, bis sie vorbeigerollt ist. Und dann an der rechten Seite Deckung suchen. So, wir wollen auch rechts bleiben. Einmal hier nämlich rechts die Leiter. Da sieht man schnell einmal hochklettern. So. Oben kommt uns dann auch nochmal eine Kugel entgegen. Erst einmal hier ein bisschen luschern und jetzt die Chance nutzen. Einmal links hier nämlich in die Gasse rein, um dann die Tür auch zu öffnen. Deswegen braucht ihr halt auch den Dreifaltigkeitsschlüssel. Und dann haben wir nämlich, wenn wir reingehen, auf der rechten Seite den Tresor. Und da haben wir dann das nächste Amulett drin. Das nächste Amulett finden wir dann im Malum District. Da laufen wir erstmal ganz normal das Level einmal durch, einmal hier durch die ganzen Gassen. Das Level ist zum Glück sehr linear, das heißt, man kann sich nicht wirklich verlaufen. Einmal hier an den ganzen Gerümpel vorbei. Wir wollen jetzt hier dann einmal links die Stufen nach oben ins Haus und auch im Haus einmal die Stufen nach oben. Und dann möchten wir nämlich rechts einmal und durch die Gasse weiter ins nächste Haus mit uns. Und in dem Haus wollen wir uns dann schon runterfallen lassen. Und wenn wir nämlich jetzt dann nach draußen laufen, dann seht ihr da nämlich schon den großen Gegner. Und wenn ihr ihn nämlich besiegt habt, bekommt ihr das nächste Amulett. Das nächste Amulett, was wir finden können, finden wir in Kapitel 7 im Lorenzini Arkaden. Und dazu laufen wir nämlich einmal hier zu dem Händler in dem Gebiet. Das heißt, hier einmal durch die Tür durch. Müsst ihr natürlich erst von der anderen Seite öffnen, aber ich glaube fest an euch, dass ihr den Shortcut findet. So schwer ist er nicht. So, und dann haben wir hier nämlich den Händler. Quatschen ihn einmal an. Gehen auf Kaufen und haben hier dann das nächste Amulett für unsere Liste. Für das nächste Amulett starten wir in Kapitel 7 im Lorenzini Arkaden und dafür müssen wir jetzt einen Gegner besiegen, meine Lieben, einen etwas schwereren Gegner. Dafür laufen wir einmal hier entlang und wollen dann hier durch den geöffneten Shortcut einmal durch. Laufen hier runter, links abbiegen, meine Lieben. Hier in das Haus rein, geradeaus zu und dann können wir hier nämlich rechts auch schon wieder rein in den Gang. Wir müssen hier einmal runter die Treppen, einmal rechts auch nochmal runter. So. Und dann ist dort nämlich jetzt gleich ein Item und dahinter springt der Gegner raus. Und wenn wir ihn dann besiegt haben, meine Lieben, lässt dann nämlich das Jägeramulett fallen. Für das nächste Amulett starten wir hier in der großen Ausstellung, meine Lieben. Und dazu laufen wir jetzt einfach hier erst einmal den Weg ganz normal durchs Level vorbei. Einmal durch, meine ich natürlich, hier an dem ganzen Gerümpel vorbei. Immer weiter geradeaus. Die Gegner habe ich natürlich schon getötet, damit es einfacher für euch ist. So, einmal hier rechts abgebogen und dann wollen wir dort links nämlich schon einmal die Treppe nach oben. So, einmal nach oben, links abgebogen und nochmal nach oben geht es mit uns. Einmal den Flur entlang und links. Gut, boah, das kann man natürlich auch nicht lang. So, wir laufen weiter. Das mit der Ausdauer ist immer so eine Sache, meine Lieben. Einmal weiter geradeaus. Biegen wir jetzt hier einmal rechts ab. So, und dann können wir nämlich hier auf der linken Seite gleich eine Leiter runterrutschen. Und dort finden wir dann einen, ja, ich sag mal, einen Elite-Gegner. Den schon laufen ganz kurz. Rutschen hier einmal runter. So, und da sehen wir den Gegner. Und wenn wir den besiegen, meine Lieben, der lässt nämlich dann das nächste Amulett in unserer Liste fallen. Für das nächste Amulett sind wir im Hotel Krad und müssen dazu jetzt erst einmal zu Pulcinella laufen, denn dem müssen wir dann diverse Gegenstände geben, damit er sein Inventar erweitert. Sprechen einmal mit ihm, gehen auf Ware hinzufügen und übergeben ihm dann hier die Venini-Sammlung. At the house of Venini, even... Sprechen dann jetzt noch einmal mit ihm. Master Venini, carefully kaufen. Und dann sehen wir schon ganz unten das Amulett, was er jetzt im Shop hat. Um zu wissen, wo ihr dann alle, ja, ich sag mal, Shop-Erweiterungen kriegt, meine Lieben. Schaut euch da am besten meinen Guide zu an, verlinke ich euch unten.
Für das nächste Amulett, meine Lieben, starten wir hier im Sumpf an dem Stargazer und laufen erst einmal zurück durch den geöffneten Shortcut. Ja, ich traue euch zu, dass ihr den Shortcut findet, meine Lieben, weil ihr lauft da wirklich dran vorbei. Ja, da seht ihr nochmal, hier ist der Hebel, damit ihr ihn wirklich nicht übersehen könnt, meine Lieben. So, wir laufen jetzt einmal Richtung Treppe, denn genau die wollen wir nach oben. Also, tap, 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 einmal hoch mit uns, meine Lieben. Das ist wieder eine etwas längere Leiter. Haben wir geschafft. Und wenn wir jetzt hier in den Turm reingehen, sehen wir da auch schon die Kiste. Und ja, wer hätte gedacht, in der Kiste ist dann das nächste Amulett, was wir dann auch schon wieder von unserer Liste streichen können. Für das nächste Amulett, meine Lieben, starten wir hier in den, ja, im Sumpf, in der Hütte und laufen jetzt einmal hier oder klettern die Leiter nach oben, meine Lieben. Auch den Shortcut traue ich euch wieder zu, denn ich sage euch auch gleich warum. Denn wenn wir jetzt hier oben sind, aus der Höhle würdet ihr kommen, das heißt, ihr lauft hier auf den Shortcut drauf zu. Wir laufen jetzt einmal hier den Weg ganz normal nach oben und wenn wir dann nämlich gleich dort oben angekommen sind, haben wir nämlich dort gleich auch den Gegner schon, wieder ein Elite-Gegner, der das Amulett fallen lässt. Wir haben unsere Waffe nochmal eben schnell gebufft und wir hören ihn schon, da kommt da runter. Sprung. Wenn wir dann besiegt haben, meine Lieben, erhaltet ihr auch als Belohnung das nächste Amulett. Das nächste Amulett, meine Lieben, finden wir in den Slums und dafür müssen wir einmal das kryptische Gefäß, was wir von Hugo bekommen, entschlüsseln. Bekommen dann von dem NPC den Schlüssel für die Tür hier und in dem Raum befindet sich eine Truhe. Haltet euch hier am besten genauso wie ich ganz außen, damit ihr nicht in die Falle rein lauft. Und dann haben wir nämlich hier in der Truhe auch schon das nächste Amulett und das können wir wieder von unserer Liste streichen. Für die nächsten zwei Amulette müsst ihr Pulcinella auf jeden Fall die Versorgungskisten gegeben haben, damit er sein Inventar erweitert. Wir sprechen einmal mit ihm, gehen auf Kaufen und dann sehen wir dort unten schon die zwei Amulette, die wir kaufen können. Weiter geht es dann in Kapitel 9 im Hauptbahnhof von Krat. Und zwar müssen wir jetzt, um dieses Amulett zu kriegen, einen Elite-Gegner töten. Wir laufen hier erst einmal den Weg ganz normal entlang. Und dort drüben können wir dann gleich über einen dünnen Holzbalken balancieren. Und dann einmal hier rechts durch das geöffnete Tor durch. Einmal die Treppe nach unten am Ende des Ganges. Oder eine Leiter ist es ja, verwechsel ich immer. So, einmal eben schnell hier runter, entweder mit der Leiter runterrutschen oder runterfallen, so wie ich. Und dann haben wir hier auch gleich schon auf der rechten Seite den Elite-Gegner, den wir einmal besiegen müssen, meine Lieben. Und wenn wir den besiegt haben, kriegen wir dann auch das Amulett. So, da ist er tot und ihr seht, welches Amulett wir kriegen. Fürs nächste Amulett, meine Lieben, müsst ihr auf jeden Fall einen Dreifaltigkeitsschlüssel haben. Denn hier auch wieder in Kapitel 9 im Hauptbahnhof von Krat haben wir dann, wenn wir hier links reinlaufen, einmal eine Dreifaltigkeitstür, die wir öffnen können. Schaut euch dafür am besten meinen Guide an. Da habe ich einmal gezeigt, wo alle Dreifaltigkeitsschlüssel zu finden sind und natürlich auch die Türen. Und wenn wir dann wie gewohnt hier die Belohnung abholen, meine Lieben, haben wir hier auch das nächste Amulett drin. Weiter geht es dann in Kapitel 10. Und zwar, wenn wir nämlich hier auch den Weg erstmal ganz normal folgen durchs Level, kommen wir früher oder später nämlich zu einem Elite-Gegner, den wir wieder töten müssen. Das heißt, wir laufen hier einmal die Stufen nach unten, lassen uns hier runterfallen und laufen geradeaus, damit wir dann links runterlaufen können. Und da kommt er gleich durch die Wand. Ich schärfe einmal meine Waffe und dann besiegen wir den. So, wenn er dann tot ist, kriegen wir auch schon das Amulett von ihm. Das nächste Amulett, dafür starten wir hier am Stargazer Eingang zur Arche Haptai, laufen hier erst einmal die Stufen nach oben und nehmen dann hier links die Treppe, die wir dann nach oben klettern, also tap tap tap, einmal nach oben mit uns und wenn wir dann oben angekommen sind, wollen wir natürlich erst einmal dem Weg folgen, hier die Treppen nach oben und nochmal die Treppen nach oben und nochmal und wer hätte gedacht, wir laufen nochmal Treppen nach oben, so. Hier weiter mit uns nach oben gelaufen, einmal rechts über die kleine Brücke drüber und jetzt laufen wir Richtung der großen Treppen. Und die großen Treppen wollen wir natürlich dann auch einmal nach oben laufen. Und wenn wir nämlich dann gleich oben angekommen sind, sehen wir dann auch schon auf der ganz großen Brücke auf der rechten Seite, laufen wir gerade drauf zu, sehen wir die Truhe. Und in der Truhe haben wir dann auch schon das nächste Amulett, was wir von unserer Liste streichen können, meine Lieben. Wir bleiben in Kapitel 11 und wollen hier einmal die Leiter nach oben klettern, das heißt, tap, 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 einmal nach oben mit uns. Das
wieder eine endlos lange Leiter. Und wenn wir dann gleich oben angekommen sind, möchten wir erst einmal hier links abbiegen und dort am Ende dann rechts nämlich einmal die Stufen nach oben laufen und dann einmal links rum. So, hier nochmal die Stufen nach oben, links gehalten und dann wollen wir am Ende der Mauer hier einmal rechts entlang folgen dem Weg und hier lassen wir uns einmal runterrutschen, die Leiter, elegant wie wir sind, rutschen wir runter. Und wenn wir dann unten angekommen sind, meine Lieben, sehen wir auch schon direkt die Kiste. Und ja, wer jetzt gedacht, in der Kiste haben wir natürlich dann auch schon direkt das nächste Amulett, was wir dann wieder von unserer Liste streichen können. Wir nähern uns dem Ende des Spiels und dem Ende der Amulette, denn wenn wir hier einmal rechts den Weg entlang laufen, sehen wir nämlich dort eine Truhe. Mit einem beherzten Sprung kommen wir da ran und haben nämlich da drin auch schon das nächste Amulett, was wir dann wieder von unserer langen Liste streichen können. Nun kommen wir mal zu dem letzten Amulett, meine Lieben, denn auch hier laufen wir wieder den Weg wie gerade eben, nur diesmal biegen wir hier links rein und folgen dem normalen Weg. Einmal hier den, ja, schmalen Gang entlang gelaufen und am Ende wollen wir dann einmal rechts über die Brücke drüber. Man sieht es schon auf der linken Seite, die Kiste, deswegen laufen wir hier links einmal lang. Und wenn wir jetzt die Kiste öffnen, haben wir auch schon das letzte Amulett, was wir so im Spiel finden können, meine Lieben. Die nächsten Amulette sind dann alles im Austausch gegen Bossseelen. Wir sind wieder im Hotel angekommen, jetzt müssen wir natürlich zu Hugo oder Alidoro, je nachdem wer bei euch ist, meine Lieben, um da natürlich dann auch die Bossseelen gegen die Amulette zu tauschen. Wichtig da nochmal zu erwähnen, meine Lieben, ihr müsst Nameless Puppet besiegt haben, also die namenlose Puppe, denn auch die kann uns eine Waffe und ein Amulett geben. Ich zeige euch hier einmal alle Amulette, die ihr im Austausch gegen Bossseelen haben könnt, meine Lieben. Sollte euch der Guide gefallen haben, gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst ein nettes Kommentar. Wünsche euch weiterhin viel Spaß in Lies of P und sage, macht's gut, bis dahin.